Wer hat dich angeschrieben? Deine Frau. Oh, wer bist du denn? Macht die dich gerade an, oder was? Ich weiß es nicht. Ich besuche heute mal wieder meine Familie in Minecraft. Meine Frau ist wohl anscheinend absolut sauer auf mich. Wahrscheinlich, weil ich mich längere Zeit nicht mehr blicken lassen habe. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was ich so davon halten soll. Ich dachte mir aber mal, ich packe mir heute mal den guten Lukas. Hast du es schon einmal live miterlebt, was hier so abgeht? Ich glaube nicht, nein. Hast du schon mal ein Video gesehen davon? Ich habe reingeschaut, ja, und das war ziemlich weird. Was ist so deine Meinung dazu? Hau mal raus. Soll man sich dazu echt eine Meinung bilden? Ich weiß es nicht. Aber lustig ist es doch auf jeden Fall, kann man sagen. Ja, bisschen die ein oder anderen Stellen sind schon funny. Und wie du ja siehst, da vorne wartet schon mein Sohn. Stimmt. So, und der hat mich auch gerufen und wollte, dass ich komme, weil irgendwas ist mit meiner Frau los. Mhm. Ja, Lukas, ich habe ja auch eine Frau. Ist mir auch ach, neu du gewesen. Scheiße, Alter. MSG Sky Guy Junior, da werde ich schon direkt angeschrieben. Papa, du bist wieder da. Ja, na, wie geht's? Was man aber auf jeden Fall sagen muss, die haben hier echt ein krankes Grundstück am Start. Hast du schon mal einmal so ein großes Grundstück gesehen, wie die hier haben? Ist das nicht einer der größten Grundstücke auf der Durchrasten? Oder schon das größte? Ja, ich glaube sogar mit das größte. Jetzt schreibt mir mein Sohn, gut, aber Mama ist Komik. Komik? Ich glaube, das soll komisch heißen. Komik. Komik. Ich schreibe ihm mal, ist sie jetzt Komikerin? Jetzt kommt einfach Beruf gewechselt. Ja, jetzt schreibt sie wieder, nein, sie ist komisch, verstehst du nicht, wie immer. Okay, ja, man kennt es. Dann sag mir doch mal, wo sie ist. Ist sie sauer? Und wenn ja, wie doll sauer? Du musst dir verstehen, ich habe letztens meiner Frau mal einen Besuch hier abgestattet, Lukas. Mhm. Ich treffe sie wirklich das erste Mal. Und sie so, was lässt du dich hier nicht blicken? Sag mal, komm hier öfters vorbei. Komm mit, ich weiß nicht, sie ist anders halt. Okay, gut, das ist doch mal eine Aussage, mit der wir arbeiten können. Sie ist anders. Ich glaube, das trifft sowieso zu, aber gut, dann würde ich sagen, folgen wir mal meinem Sohn. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich die hier finde. Was ist das denn? Ja, ist krankes Grundstück, ne? Also ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Die müssen hier so lange dran gebaut haben. Die müssen damals auch einen Antrag für ein größeres Merch und so gemacht haben. Mhm. Weil das ist ja hier, das ist ein 100er Merch. Junge, das hat ja... Es hat so lange gedauert, ey. Ich komme echt nicht drauf klar. Guck dir das mal an, wie lange du laufen musst hier. Das ist eine ganze Stadt, ist das. Gefühlt, ja. Wie lange geht das denn noch? Ja, ich weiß, das ist echt weit hier. Es geht richtig weit. Okay, er läuft weiter. Jetzt geht's hier hoch. Und das haben die gebaut, oder was? Ja, anscheinend schon. Ach, da steht, da ist sie. Mrs. Sky Guy. Ja, moin. Da ist der Herr ja nach Ewigkeiten wieder. Oh, da geht's schon direkt los. Ach. Setz dich mal. Guten Abend erstmal. Immer nur am Meckern. Guten Abend. Du weißt wohl nicht, was los ist. Was soll denn los sein? Naja. Ich bin hier. Wir sind alle gesund. Ist doch alles bestens. Der Abwasch ist immer noch nicht gemacht. Das hattest du mir versprochen. Oh, böser Wilko. Dann kauf doch einfach eine Spülmaschine. Was kostet eine Spülmaschine, Lukas? Spülmaschine? Ein Taui? Komm, Tim, warte mal. Spülmaschine. Komm, sie kriegt sogar von mir 10.000. Dann kann sie sich eine Luxus kaufen. Ach ja, so 1.000. Bevor, dann kriegst du schon eine für 300, sogar 400. Und hier blicken lässt du dich hier auch nicht.
Naja, irgend jemand muss ja arbeiten. Ich werde jetzt, das letzte Mal habe ich noch versucht, deeskalierend zu wirken, ne? Dieses Mal ist es mir sowas von egal. Naja, irgendjemand muss ja arbeiten. Ich schwör's dir, sie dreht gleich richtig durch. Sie ist letztes Mal schon durchgedreht. Ich soll mir eine Spülmaschine kaufen. Ich! Komm, wir bauen eine Spülmaschine hier hin, okay? Wie baut man eine Spülmaschine? Ja, wie baut man eine Spülmaschine? Komm, wir machen hier einfach eine hin. Wie baut man die denn am besten? Ja, hier kommt zack, bam. Digga, Wilko, was ist denn mit deinem Sohn, Alter? Wieso? Der schießt wie die ganze Zeit ab, Alter. Ist denn mit ihm? Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm ist. Jetzt schreibt hier, wer ist denn hier der Mann im Haus? Du machst nur deine verdammten YouTube-Videos. Ja. Irgendjemand muss ja arbeiten. Hier, cool, das ist eine Spielmaschine. Wünsche ich dir viel Spaß. Hier, deine neue Spülmaschine. Alter, was geht hier ab, bitte? Was ist eigentlich hier mit Sky Guy Junior los? Erstmal in Spinnennetzen einsperren. So, ich glaube, das passt. Soll ich mit einer verdammten Spülmaschine? Du beschwerst dich doch immer über den Abwasch. Jetzt entschloss. Also das ist so wirklich eigentlich das, was du niemals einer Frau schreiben solltest, wenn sie in Rage ist. Aber ich mach's jetzt trotzdem mal. Jetzt entspann dich mal. Sein Sohn hat mir geschrieben, ey, du Clown, spiel mit Mick. Was? Keine Ahnung. Was ist denn mit dir? Was ist hier los? Ey, ich hätte, glaube ich, nicht schreiben sollen. Jetzt entspann dich mal. Ich soll mich entspannen? Ist doch alles richtig mit dir? Und du willst mein Ehemann sein? Was willst du von mir? Schreibe ich einfach. Ich kann ja jetzt hier, also bei aller Liebe, ich kann ja jetzt hier nicht jeden Tag vorbeigucken und auf heile Familie machen. Mein Gott. Also ich, geil, was die hier machen, auf jeden Fall. Ich find's ja lustig. Bloß, was soll ich machen? Eine normale Ehe wünscht sie sich. Ja. Ich find's gut, wie es ist. Und dass du dich um unseren Sohn kümmerst. Der soll mal lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also, Lukas, das letzte Mal war sie nicht so sauer wie heute. Heute ist sie richtig sauer. Aber warum? Was hast du gemacht? Ja, ich war nicht hier. Ich war nicht hier und hab den Abwasch nicht gemacht. Das haben wir gemacht. Ganz böser Wilko. Vaterkomplexe hast du auf jeden Fall. Sowas soll ich Schatz nennen? Du kannst mich auch Baby nennen. Digga, dein Sohn, ne? Kauf dir mal eine Zielscheibe oder so. Also. Spinnst du jetzt komplett? So kann das nicht weitergehen. Ja, sehe ich auch so. Es nervt echt, wenn ich jedes Mal von einer Furie begrüßt werde, wenn ich mal nach Hause, oh mein Gott, ey, komme. So, passt schon. Ja, ist sogar ganz gut geworden. Kein einziger Grammatikfehler. Vielleicht Groß- und Kleinschreibung, so aber... Oh, eine Furie! Ja, genau. So nennst du mich also? Ja, wie soll ich's sonst nennen? Ich glaube, ich drehe Wilko, hier noch... Bitte meld deinen Sohn bei irgendeinem Verein an, Alter. Im Bogenschützenverein. Ey, was ist denn hier richtig mit ihm? Er ist hier die ganze Zeit mit diesem Bogen. Junge,
Ich glaube, ich drehe mich hier nur noch im Kreis. Unseren Sohn hast du auch nicht unter Kontrolle. Ja, was willst du denn? Es nervt. Ich denke, so kann das nicht weitergehen. Danke. Sehe ich genauso. Oh! Was? Was denn? Ich lasse mich scheiden. Oh. Ja, du, Lukas, ich bin's, glaube ich, Single ab dem heutigen Tag. Hey, Sky Junior hat mir geschrieben, los, bi mit Mick oder liebst du meinen Papa so doll? Was? Was? Ich lasse mich scheiden. Wir schalten den Anwalt ein, unseren Sohn behalte ich bei mir. Mach, was du willst. Nervst eh nur rum. Das Kindergeld bekomme ebenfalls ich. Und Unterhalt zahlst du ebenfalls. Ich zahl gar nichts. Oh, da klingelt's. Eine Sekunde. Mikrofon muted. Na gut, dann regeln wir das über den Anwalt. Du wirst sehen, wer hier den Kürzeren zieht. Lukas, das war's. Ich bin geschieden. Bald. Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Ey, endlich bin ich die Alte los. Endlich! Ja, Mann! Artikel, was haben wir hier so? Geil. Oh, es funktioniert irgendwie nicht. Doch, ey. Ey, deine Frau hat mich gerade angeschrieben. Danke, ne? Schreibe ich noch. Danke, ich bin frei. Wer hat dich angeschrieben? Deine Frau. Oh, wer bist du denn? Was? Ich hab geschrieben, macht Lukas. Macht die dich gerade an, oder was? Ich weiß es nicht. Guck mal, da kommen Herzen. Was geht denn jetzt ab? Warte mal, was? Ich sehe die gerade nicht. Eine Sekunde. Warte, Wilko. Wilko. Was schreibt sie? Sie hat mir geschrieben. Ich zitiere, du bist aber ein Hübscher. Nein. Ey, Abbruch, danke, kann das ich reicht nur jetzt. Ihr freut mich, dass ihr alle wieder am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ich hier nochmal vorbeischauen soll und weiter verfolgen soll, wie es weitergeht, lasst ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Das war's jetzt für mich. Ihr wisst Bescheid. Kommt mich auf meinem Server besuchen. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.